Das war so in dem Moment ziemlich klar, also das ist so mit Pferden und Philipp toll kochen und all sowas, was ich auch alles gerne mache und gerne kann. Was dann aber hier in dem Prozess passiert ist, ist, dass ich merke, ich weiß, es ist mir eigentlich zu wenig. Ich will mit Menschen arbeiten, so ähnlich wie du es machst, so ähnlich wie du, also, aber auf meine Art. Und ich bin total im Widerstand und es passiert gerade irgendwie viel und ich weiß, ich komme nicht dran, was wirklich meins ist. Ich weiß, es sind Widerstände, da ist eine Wand und ich laufe wie immer davor. Ich krieg's einfach gerade nicht wirklich hin. So, dreht sich rechts rum. Beim Linkshänder dreht sich dann vielleicht links rum. Und es geht jetzt daran, dass ich jetzt an einem gewissen Punkt weiß, ich sollte eigentlich was anderes machen. Also jetzt sollen wir dein Beispiel praktisch nehmen. Das wird ein Beispiel einfach plastisch und man kann das auf jede Sache irgendwo übertragen, wo man irgendwo hängt. Wenn ich jetzt genau weiß, ich sollte eigentlich was anderes machen, dann mache ich jetzt genau das, was für mich wieder negativ ist. Und da gibt es irgendwo gibt's einen Punkt, wo sich das jetzt abspaltet. Und hier würde ich jetzt weiter mein Hamsterrad irgendwo drehen. Heißt bei dir, das Hamsterrad weiter drehen. Was hieße das? Ja, der Abzweig. Ja, wenn du jetzt weiter drehst, also in den Negativ-Hamsterrad, also hier rast der Hamster ja, ich kann kein Hamster malen, aber der rast halt hier. Du hast halt hier rum und findet nie den Ausweg aus der Sache. Du weißt aber ganz genau, dass hier so ein Punkt wäre, wo ich jetzt eigentlich was anderes machen will. Was für mich gut wäre, ich würde hier rüber gehen. Selbstsabotage? Ja, die Selbstsabotage. Wo die Selbstsabotage einsetzt. Wo ist der Punkt? Oder wo ist das Ziel? Wenn wir schon mal... Okay.